Hallo und willkommen zu Kapitel 6, also Band 4, Kapitel 6, in Oslo-Terra, die Layla Felsterrasse. So sehen wir im Moment aus, also unsere Angrit, und wir machen uns weiter auf den Weg. Durch die oder über die Felsterrasse. Das letzte Mal haben wir den wunderbaren Kampf gegen Yoda gegen Count Dooku beobachten können. Sehr spannend. Sie sind fort! Ich habe sie bis hierher verfolgt und dann bricht die Blutspur ab! Ha, verdammt! Wir haben den Clown-Dämon verfolgt, aber leider aus den Augen verloren. Seufz, ich frage mich, ob es dem alten Mann gut geht. Hey, das muss ich ja nur überprüfen. Hör mir jetzt genau zu. Voraus befinden sich lutheranische Soldaten. Erkundige dich bei ihnen über den Clown mit dem roten Mund. Und behalte einen kühlen Kopf. Du findest ihn bestimmt. Ah, Gesandtschaft des Königs, Grüße. Ich bin Muren und patrouilliere in Lutera. Entlang der Layla Felsterrasse auf Befehl von König Tyrell. Ob ich jemand Verdächtiges gesehen habe? Ich weiß zwar nicht, ob das relevant ist, aber ich habe überall Schreie gehört. Die Pureum der Layla Felsterrasse mögen keine Menschen, daher lehnen sie unsere Hilfe ab. Also haben wir keine Möglichkeit, weitere Untersuchungen anzustellen. Allerdings gibt es da diesen Pureum, der entflohen ist. Aber auch der würde nie mit uns reden. Geh weg! Hallo. Lass mich in Ruhe. Ich will hier nur in Ruhe sitzen. Allein. Oh, die Augen meiner Freunde sind ganz rot geworden. Also habe ich... Ich weiß es wirklich nicht. Wie ist das bloß passiert? Ich muss es trotzdem irgendwie lösen. Ich hörte, dass die anderen Völker selbstsüchtig sind. Du und die Priesterin scheinen jedoch ein wenig anders zu sein. Aber die anderen, Pureo, sie werden euch trotzdem nicht zuhören. Die Symptome der Puren ähneln sehr dem Leiden der Bewohner vom Gasthausien. Das muss der Einfluss des Wahnsinns sein, der diese Gegend befallen hat. Die Puren befinden sich in großer Gefahr. Würdest du dich bitte mit dem Anführer der Puren treffen, um sie davon zu überzeugen, meine Hilfe anzunehmen? In der Zwischenzeit suche ich nach einem Weg, die Puren zu behandeln. Ich verlasse mich auf dich. Ich bin das Wasserelementar Jaya. Ich behüte die Puren mit meiner Schwester Ligias. Wir standen kurz davor, vom tyrannischen Regenten ins Exil geschickt zu werden. Daher fürchten sie die Menschen. Ich freue mich ungemein, dass der neue König bereit ist, zu helfen. Würdest du Ligias bitte mitteilen, dass sie mit den Rittern Lutheras kooperieren soll?
Was hat eine Fremde hier zu suchen? Wir sollen uns mit den Rittern von Luterra vereinen? Wir wissen nicht einmal, weshalb das passiert ist. Oder wer dafür verantwortlich war. Selbst wenn meine Schwester mir den Befehl gegeben hat, kann ich dieses Land nicht einfach denen überlassen, die Layla ins Chaos gestürzt haben. Und selbst wenn du mich überzeugen könntest, die Ältesten würden nie zustimmen. Versuche zuerst die Erlaubnis der Pyreen Ältesten zu erhalten. Wenn sie zustimmen, werden wohl auch ich Folge leisten. Das klingt ganz nach Ligeias, die befiehlt, die Meinung der Ältesten einzuholen. Sie ist vielleicht dickköpfig, aber sie hat auch ein offenes Ohr. So sehr ich auch die Position von Kommandanten Ligeias verstehe. Ruhe. Wie können wir die Aufrichtigkeit der Ritter in Zweifel ziehen, die sterben, um uns zu schützen? Ich schlage mich auf deine Seite und lasse es darauf ankommen. Ruhe. Wie sehr wir unter der Herrschaft des Regenten gelitten haben. Du hast ja keine Ahnung. Ich folge Kommandanten Ligeias. Wir dürfen Fremdlingen nicht vertrauen. Ich frage mich, was ihr davon haltet. Früher standen wir tief in König Luterras Schuld. Wie wär's denn, wenn wir ihnen noch einmal vertrauen würden? Alle Ältesten außer Borosch haben der Allianz zugestimmt? Ist das wahr? Da ich mein Wort gegeben habe, habe ich wohl keine andere Wahl, als zu kooperieren. Bitte übermittle Jahia meine diesbezügliche Antwort. Aber gib dich nicht der Hoffnung hin, dass ich dir ab sofort blind vertraue. Ich bin froh, dass das Gespräch gut lief. Zunächst müssen wir uns um die Heilung der kontaminierten Purin kümmern. Selbst wenn ich Luterra jetzt um Hilfe bitten würde, bräuchten sie 3 Tage, bis sie hier sind. Was also soll ich tun? Oh, ich weiß, wenn wir eine Essenz aus der Truglichtkräuterpflanze... Aziri? Willst du auch ins Fernsehen? Kräuterpflanze aus der Umgebung herstellen würden, könnten wir etwas Zeit gewinnen. Vielleicht ein paar Tage. Würdest du mir beim Beschaffen der Zutaten helfen? Fülle die Flasche mit kaltem, klarem Wasser. Zaubernd duftendes Gras. Klong, klong, klong mit der Spitzhacke. Wir haben prächtige Steine abgebaut. Bitte. Ich habe sie fertiggestellt. Die Essenz der Illusion. Sie hat bei Menschen funktioniert. Hoffentlich funktioniert sie auch bei Pyrem. Bitte gib die Essenz der verrückten Pyrem. So, wir müssen jetzt verrückt gewordene Pyrenen beruhigen. Danke. Oh, ouch. Oh, mein Kopf. Das Delirium mit der Essenz der Truglichtkräuterpflanze eindämmen? Beeindruckend. Die Truglichtkräuterpflanze ist eine Halluzinogen, das einen Anwender angenehme Erinnerungen der Vergangenheit zeigt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie beim Austreiben von Wahnsinn so effektiv sein würde. Unglaublich. Bitte informiere auch Ligeias darüber. Er hat ebenfalls den Wahnsinn studiert. Sie könnte inzwischen fündig geworden sein.
Wenn Tautropfen elementare verderben, kehren sie in die Erde zurück, um sie zu reinigen. Sie fließen in die Tiefe der Erde, steigen dann wieder an die Wasseroberfläche und sie werden als Blasnuklei wiedergeboren. Wenn du also einen Blasnuklei findest, kannst du ihn bitte sanft berühren, damit der Tautropfen elementar wiedergeboren werden kann? Einfach abtropfen. Dies sind Spuren eines Tautropfen-Elementars, wiederbeleben. Und hier genauso. Kommandantin Ligeas, ich kann das Lachen der Tautropfen-Elementare hören. Sie sprechen über dich. Sie möchten sich bei dir bedanken. Als Kommandant, der die Tautropfen-Elementare beschützt, möchte ich auch meinen Dank aussprechen. Den Wahnsinn der Purin mit der Essenz der Truglichtkräuterpflanze eindämmen? Eine beachtliche Leistung. Was mich angeht, habe ich letzte Nacht die Person gefunden, die sich in diese Gefilde geschlichen hat. Ich glaube, sie hat etwas mit diesem Vorfall zu tun. Also habe ich Tovish gebeten, sie zu verfolgen. Bitte begib dich zu Tovish. Da meine Aura dich noch immer umgibt, wird er dich nicht angreifen. Vielen Dank für deine... Ligeas schickt dich? Du bist kein Purium. Ich kann zweifellos Kommandanten Ligeas Aura spüren. Nun, ich brauche ohnehin etwas Hilfe. Ich habe diesen Fremdling verfolgt, allerdings fehlt uns die Stärke, um ihn überwältigen zu können. Selbst unser stärkster Krieger, Brynvet, konnte keinen Kratzer hinterlassen. Der Fremdling war zur Quelle des Ursprungs unterwegs. Die Quelle ist der Ursprung all unserer Wassers. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie verunreinigt wird. Wir müssen sofort Ligeas Bericht erstatten. Hey, versuche ja nichts Dummes. Allein ist es viel zu gefährlich. Quelle des Ursprungs. Wir würden niemals etwas Dummes machen. Geht es euch gut? Mir geht es bestens. Es ist alles bereit. Gut. Bevor dieser Knirps auf den Thron von Terra reagieren kann, wirst du unsere Streitkräfte bei Boria sammeln. Ultimate vergeudet. Ist kein Ultimate, aber im Moment auf unserer Stufe, ja. Kaikul Seidons Blut kontaminiert die Essenz der Verwüstung hat unsere Quelle vergiftet. Es war überstürzt von mir, die Menschen zu beschuldigen. Leia sollte sich wieder normalisieren, sobald die Quelle gereinigt ist. Im Namen der Elementare, danke, dass du Leia gerettet hast. Ist die Quelle wiederhergestellt, werden wir dir helfen, so gut wir können. Vielen Dank. Wie sind die Verwüstungsdämonen hineingekommen? Ohne deine Hilfe hätten wir sie nicht zurückdrängen können. Egal in welcher Situation du dich befindest, wenn du die Hilfe der Wasserelementare benötigst, sind wir für dich da.
Die Elementare werden uns mit Sicherheit helfen können. Ich muss sofort Pater Amel davon erzählen. So froh, den Purin helfen zu können. Ich bin mir sicher, dass Tyrann sich über diese Neuigkeit freuen würde. Mir geht es gut, ehrlich. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Pater Amel, du solltest dich ein wenig ausruhen. Purin, du möchtest also zur Burg Lutera zurückkehren? Kannst du dich vielleicht in meinem Namen bei seiner Majestät melden? Ich denke, wir müssen etwas tun, um die Verwüstungsdämonen, die in das Land der Pyrenäen eingedrungen sind, zu vertreiben. Wenn seine Majestät uns die Erlaubnis erteilt, werden wir jede Hilfe leisten. Auf nach Burg Lutera! Denke daran, deinen Triporter zu aktivieren. Damit kannst du leicht... Da waren wir kurz im Ladescreen sozusagen stecken geblieben. Amel wurde verletzt? Und trotzdem will er bleiben? Wir freuen uns, dass wir den Pyrim helfen können. Es tut mir leid, dass ich so sehr auf dich angewiesen bin. Aber könntest du bitte Amel überzeugen, zur Burg zurückzukehren und sich behandeln zu lassen? Statte Juwelier Braid auf dem Weg nach draußen einen Besuch ab. Es ist nicht viel, aber ich habe eine Kleinigkeit für dich vorbereitet, die dich auf deiner Reise unterstützen soll. Die Anführer der Elementare müssen sehr gelitten haben. Ich werde Castleford sofort bitten, den Pyrum zu helfen. Castleford, der Kommandant der Ritter. Die Purin haben beschlossen, die Hilfe der Menschen anzunehmen. Das war zu Scherichs Tagen ganz anders. Ich werde sofort alle Vorbereitungen treffen. In bereits funkelndem Juwelenladen. Ich habe diese Order direkt von seiner Majestät erhalten und ich höre, sie soll für dich sein, Angret. Ich schätze, es stimmt wohl. Hier, du hast ein Geschenk von seiner Hochheit. Eine Schulterplatte. Sogar ein bisschen besser ist als meine alte. Eine neue Fertigkeit, weil wir Level 36 geworden sind. Sehr schön. Können wir direkt anziehen. Und wir haben noch einen Brief von Tyrann. Das ist nichts, verglichen mit der Güte und Freundschaft, die du mir und Lutera entgegengebracht hast. Aber ich hoffe, du akzeptierst. Ruhm seiner Majestät, wäre da nicht mein Schicksal, würden wir sicher gemeinsam zu Abenteuern aufbrechen. Doch auch wenn wir nicht zusammen sind, werde ich die sterbliche Welt stets beschützen. Unsere Freundschaft wird überdauern.
wie groß die Distanz zwischen uns auch sein mag. Dein Freund Tyrann. Das ist doch nett. Kehren wir zurück zu Seria. In die Layla-Felsterrasse. Layla. Ich Layla. Was sollen wir nur tun? Oh je. Was sollen wir nur tun? Pater Amel ist plötzlich verschwunden. Ein seltsamer Riss hat sich aufgetan und die Soldaten beschlossen, hindurchzugehen. Ich habe versucht, Pater Amel aufzuhalten. Ich habe ihn kurz aus den Augen gelassen und er ist verschwunden. Tapfere Ritterin, bitte finde Pater Amel. Er ist da lang. Er sah nicht gut aus. Aha. Pater Amel? Er ist da lang. Ja, fast wie die Oblivion-Portale. Ja, er ist auf dem Weg zu den Dämonen. Das ist schlecht. Das Chaos-Portal soll auf der Insel des Abschieds auf der anderen Seite der Brücke liegen. Wir haben versucht, ihn aufzuhalten, aber nichtsdestotrotz ist Pater Amel jetzt auf dem Weg dorthin. Ritterin, würdest du vorausgehen und Pater Amel helfen? Wir folgen dir, sobald das Gebiet sicher ist. Insel des Abschieds. Zu behaupten, du wärst ein Mensch, während Dämonenblut durch deine Adern fließt, klingt ein bisschen verrückt. Ich flüstern des Wahnsinns lauert in dir. Gib dich der Dunkelheit hin, dem Wahnsinn. Spielen wir mit meinem neuen Spielzeug. Nun, das war enttäuschend. Tja, na gut. Die Samen des Chaos wurden gesät. Was wohl daraus wachsen wird? Ich... Was habe ich getan? Es tut mir leid.
Was habe ich getan? Angret, mir geht es gut. Dringender ist die Nachricht, dass die verwüstete Legion einen Angriff auf Boreas Reich plant. Trommeln des Widerstands. Ja, das war auch schon die Lea Felsterrasse, Kapitel 6 und Band 4. Jetzt sind wir in Kapitel 7, Boreas Reich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war sehr interessant. Es wird immer emotionaler und falls es euch gefallen hat, dann bleibt dran bis zur nächsten Folge. Ansonsten lasst gerne einen Daumen da oder ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Exocron.